Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zur zweiten Folge von Punch Club. Ja, wir machen weiter und müssen jetzt, würde ich sagen, unbedingt trainieren in die Muckibude. Wir fahren mit dem Bus ins Gym. Ja, 10 Euro, ich weiß. So, Laufband. Wir müssen was tun. So, ihr seht jetzt hier, das bringt nur was Grünes. Aber ich will ja noch was anderes trainieren. Nicht nur das Grüne, sondern auch das Rote. Das ist zum Beispiel jetzt hier Stärke und nicht nur die Ausdauer. Das bringt beide sogar. So, dann haben wir hier noch was. Was ist das? Jetzt muss ich noch nebenbei was essen. Ja, ja, ich weiß, ich muss was essen. Nehmen wir mal einen Proteinriegel. Der bringt ein bisschen mehr, kostet aber auch ein bisschen. So, was haben wir hier? Naja, nur Stärke, genau. So, und hier. So, jetzt hat, seht ihr hier Stärke 2. Jetzt trainiere ich doch noch ein bisschen hier. Ja, okay, ich will vielleicht nochmal Schokoriegel. Ich will nochmal bitte hier die Stufe 2 erreichen. So, und jetzt hier Ende von Tag 2, okay. Das Blaue wäre nicht schlecht. Wieso ist das Rote nicht? Achso, weil es wieder runtergegangen ist, ja, okay, klar. Okay, raus da. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so reichen. Stadtkarte, wir müssen was tun auf der Baustelle. Ich brauche Kohle. Achso. Ja, okay, bin so müde. Gut, wir fahren mal schnell zum Supermarkt. Ja, ich muss jetzt Casey noch treffen. So, ich will jetzt eigentlich zuerst nach Hause. Geh mal zu Fuß. So, das kostet alles so viel Geld. Ich brauche jetzt mal eine Pizza. Und so ein Riegel. Also Limonade meine ich, sorry. So, Stadtkarte. Jetzt gehe ich mal zur Arbeit. Dauert 3 Stunden, aber Geld sparen. So, ich muss Geld verdienen, unbedingt. Kann ich wieder nicht. Okay. Ich habe keine Energie mehr. Ja, ist immer so eine Abwägung, ne? So. Also langsam wird es kritisch. Ich muss unbedingt schauen, dass ich was tue. Ja, ich weiß. So, Supermarkt. Hallo Abu, ich muss unbedingt was kaufen. 2x Tiefkühl bitte. Amateurliga. Oje, oje, ob ich das heute schaffe? Da bin ich ja gespannt. Ich glaube, das gibt eins auf die Nuss, oder? Kämpfe? Mal gucken. Wäre natürlich gut, wenn wir hier den ersten Kampf gewinnen könnten. Okay, zweite Runde. Runde 3.
Runde 4. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber traue den Braten noch nicht so ganz. Runde 5. Na komm. Jawohl, geht doch. Juhu. Und ein Talentpunkt haben wir. Den werden wir gleich mal einsetzen hier, den Talentbaum. Wo haben wir denn hier? Wir machen mal Blocken natürlich und Ausweichen nehmen wir auch gleich dazu. Genau, sehr gut. So, was haben wir hier? Kampfflieger? Ja, eigentlich jetzt eher weniger. Ich möchte jetzt noch mal bitte, ja, wir müssen nach Hause, gehen zu Fuß. Telefon. Komme. Ja, das sehe ich. Das Buch da, das alte. Steht da drin, wie man richtig trainiert. Na gut, jetzt kommt diese Erklärung nochmal. Gut, ist für uns jetzt nicht so wichtig. Ne? Kann man sich in Ruhe nochmal durchlesen, wenn man will. So, ich will jetzt auf jeden Fall was essen. Nochmal eine bitte. So, jetzt fahren wir mal wieder arbeiten. Start, ich muss wieder Geld verdienen. Fahren wir mal zum Supermarkt. Nein, alles zu Fuß. Zum Apu. Kaufen, kaufen, kaufen. So. Ja, dann fahren wir mal hier hin. Zu Fuß. Sollen wir, glaube ich, Casey mal treffen. Im Café. Hier wäre eine Stelle frei. Wenn man eine Pizza ausliefert. Ja, warum nicht? Mach's. Wir haben einen Job. Yes. So, wir sind aber etwas müde. Ich würde sagen, wir fahren wieder nach Hause. Schlafen eine Runde. Dass wir wieder fit werden. Soll ich schnell was essen? So, und jetzt würde ich sagen, in die Muckibude. Ins Gym. 10 Euro bezahlen und dann würde ich sagen, go! Gehen wir hier hin zu diesem Reifen und hauen jetzt mit dem Hammer da drauf. Oh ja, das bringt nämlich alle drei was. Gleichzeitig. So, aber noch mal einen Riegel. Wir nehmen mal den da. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ne, will er nicht. Was macht er mit dem? Das geht noch ein bisschen, okay.
Okay. So. Stadtkarte. Wir müssen was essen. Bei nach Hause. Miau, miau. Ich bin auch hungrig. Ja, genau. Ja, richtig. Jetzt haben wir hier so einen Koffer, so einen komischen. Wir schauen mal den Koffer an. Eine merkwürdige Maschine. Okay. Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Okay, ja. Gut, wir wollen das essen. Ist sowieso besser. Und das hinterher. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder mal schnell was tun. Ich hoffe, das geht noch. Genau, Start. Halt mir mal an, Supermarkt. Nein, Supermarkt, bitte. Hallo Apu, ich will eine Pizza haben. So, apropos Dings, kann ich hier noch mal schnell eine Pizza ausfahren oder so? Wie für die Pizza? Oh. Na, ich bin zu müde, ne? Okay. Schade. Na gut. Ist halt so. Dann nach Hause. Und wieder. Oh, Telefon. Mann. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich, arbeiten, essen und schlafen ist auch noch wichtig. Sein kluger Junge. Du Sportskanone. Ja, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Und Hunger habe ich auch wieder. Ich würde sagen, ich will jetzt aber noch mal ein bisschen schlafen. Damit es einfach ein bisschen stabiler wird, wenn ich mehr Leistung habe. So. Ja, es sieht schon besser aus. So, und dann würde ich sagen, werden wir mal kurz hier ja, Pizza ausliefern. Mal kurz in die Muckibude. Hier hin, genau. Und dann könnten wir uns mal für den zweiten Kampf dann anmelden. Ja, ich weiß. Zum Essen brauche ich jetzt. Wir nehmen so einen Riegel. Kann ich ja das Blaue mal steigern? Ah ja, genau. Noch so einen Riegel bitte.
So, jetzt könnte ich mich ja anmelden, oder? Letzter Tag, ja, mach mal. Und dann würde ich sagen, werden wir nochmal mit dem Bus fahren. Mal schnell Pizza ausliefern. Immer stressig hier das Ganze. Aber es macht schon ein bisschen Laune, das Spiel, würde ich sagen. Okay, bin zu hungrig, ist mir klar. So, Supermarkt. Schnell noch was kaufen beim Apu. Und dann nach Hause. Und dann sehe ich gerade, die zweite Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen und ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. So, jetzt erstmal zu dem Koffer wieder, oder? Ich will da nicht hin. Was hier passiert, weißt du doch. Ich war nur 5 Minuten hier. Und schon werde ich von verdammten Räubern in Tiermasken ausgeraubt. Oje, oje. Wow, das ist schlimm. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um deinen Laden zu beschützen. Ich habe das ganze Katzenfutter geklaut. Und schleimige Fußabdrücke hinterlassen. Das ist wirklich komisch. Lass uns das in Ordnung bringen. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Rechts oben, ne? Die Playlist für die Staffel. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.